Schönen guten Tag, liebe Teilnehmer des mittlerweile 7. Expertenwebinars für Ausbilder, Lehrkräfte im Bereich ASH, Sanitär-, Heiz- und Klimatechnik. Und ich freue mich über die rege Anmeldung, die wir in der Vorbereitung schon erleben durften. Es haben sich tatsächlich zum ersten Mal über 40 Teilnehmer zu diesem, schon interessanten Webinar angemeldet, wo wir beim letzten Mal uns mit dem Thema Hausentwässerung, Rückstauebene beschäftigt haben, geht es heute ja auch wieder um für mich das wichtigste Lebensmittel, das wir eigentlich haben, um das Thema Trinkwasser. Und ja, da ist es uns gelungen, einen der, ich nenne es mal so, Big Player in diesem Bereich für uns, für dieses Webinar gewinnen zu können, nämlich die Firma Grünberg, heute in Person Harald Fink, den ich auch schon seit langem kenne, schätzen gelernt habe, mit Fachwissen und auch ja, mit Hilfe, da kommen wir aber später nochmal drauf zu. Harald, erzähl mal ganz kurz, um welches Thema dreht es sich heute? Ja, wir wollen uns heute darüber unterhalten, über die VD 2035, ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo viele immer noch nicht wissen, genau, müssen wir es machen, müssen wir es nicht. Die Älteren sagen immer, haben wir immer so gemacht, die jungen Leute machen es vernünftig, aber wir haben Probleme, die Technik wird immer spezialisierter und wir haben Probleme im Energiebereich, im Energiesektor und da spielt die Wasseraufbereitung absolut eine Rolle und darüber wollen wir uns heute in dem Bereich unterhalten. Da spielt die VD 2035 eine Rolle. Ich möchte euch ein paar Unterlagen, ein paar Tipps geben, ein paar Informationen, die wir dann auch so in dem Bereich verarbeiten können. Und wenn, wie gesagt, Fragen sein können, sind jederzeit auf uns zukommen, bin wir jederzeit dazu bereit. Ich möchte mich im Namen nochmal bei Herrn Specht auch bedanken. Ich möchte erstmal alle netten Damen und Herren an ein Ende, auf Deutsch gesagt, begrüßen. Freue mich, dass die rege Beteiligung da drin ist. Der eine oder andere kennt uns. Wir haben regional auch natürlich Ansprechpartner, komme ich aber zum Ende zu. Genau. Ja. Also in dem Sinne, ich kann mich da auch nochmal anschließen, wenn Fragen aufkommen. Wir haben ja den Chatroom freigeschaltet. Dann schreiben Sie, wir haben ja auch Klassen heute wieder mit am Start. In dem Sinne, das hatte ich auch versprochen, einen Gruß nach Rostock, an die Handwerkskammer in Rostock, wo 13 Auszubildende in dieser Woche Prüfungsvorbereitung auf die GP1 durchgeführt haben und jetzt auch hier an diesem Webinar teilnehmen. Und da will ich Sie auch nicht mehr länger auf die Folter spannen und würde sagen, viel Spaß die nächsten 60 Minuten. Genau. Wir starten. Also wie gesagt, mein Name ist Harald Fink. In dem Bereich bin bei der Firma Grünberg betätigt, als Niederlassungsleiter Mecklenburg-Vorpommern, damit man mal die Person weiß. Wir haben in allen Bundesländern selbstverständlich Niederlassungsleiter. Hier in Rostock ist es der Herr Ahlberg, in Hamburg ist es der Herr Ahlberg, dann in Hannover der Herr Kilian und im Leipziger Bereich ist es die Jana Lichtenheld. Hier geht es einfach mal darum, dass wir uns heute mal über die Heizungswasseraufbereitung gemäß VDI 2035 kompakt unterhalten, damit Sie wissen, was wurde geändert, was ist neu, was macht man richtig, weil da hier und da auch immer noch wieder Probleme auftreten, die wir auch, sage ich mal, von vornherein ausschließen können, um diese effektiven Geräte, die wir haben oder die Heizsysteme in dem Bereich optimal zu befüllen und auch optimal zu bewirtschaften. Der Inhalt des Vortrages soll heute so sein, warum machen wir das überhaupt mit dem Heizungswasser aufbereiten? Warum müssen wir es einfach machen? Der eine oder andere sagt so, der andere sagt so, haben wir immer so gemacht. Aber diese Bereiche sind sehr, sehr wichtig. Des Weiteren gehen wir über zur VDI 2035-03. Hat sich was geändert? Blatt 1, Blatt 2 ist zusammengeführt worden. Wir wollen dann in den Bereich der Lösungen gehen. Da von den Lösungen in die Dokumentation, die heute sehr, sehr wichtig ist. Und am Ende wollen wir zum Fazit kommen. Fangen wir einfach mal an. Warum machen wir überhaupt die Wasseraufbereitung? Warum ist das für uns heutzutage so wichtig? Wenn wir mal das Bild jetzt sehen, auf der linken Seite sagt man immer früher, was früher war, interessiert uns nicht mehr. Doch, diese Kessel gibt es nach wie vor. Diese Kessel in dem Bereich haben unheimlich viel Füllvolumen an Wasser und es spielt die Wasseraufbereitung nicht die explizite Rolle. Warum? Viel Wasser, Ablagerungen, wir haben Gusskessel drin, Gusswände, spielt keine Rolle, der Kalk hat uns gar nicht so interessiert. Aber wenn wir heute darauf achten, auf der rechten Seite moderne Materialien, kompakte Bauformen, kleine Oberflächen, andere Wärmetauscher in Edelstahl, in Aluminium-Silizium-Gemisch, sehen wir, dass wir ganz, ganz wenig Wasser, teilweise wasserführende Teile von 1 bis 1,5 Liter Wasser nur noch drin haben. Und da ist die Wasseraufbereitung unheimlich wichtig. Ganz wichtig ist auch, was oft vergessen wird, wir sehen hier die Kessel. Aber das System ist auch entscheidend, weil wir auch im System unterschiedliche Materialien haben. Der eine oder andere, der draußen mitgearbeitet hat, weiß, wir haben mittlerweile Aluminium, wir haben mittlerweile Rotguss, wir haben aber auch Messing, Stahl, alles diese Bereiche, die wir in dem Bereich, sage ich mal, bei der
Wasseraufbereitung beachten müssen. Und da wollen wir uns mal drüber unterhalten. Wir sehen hier alle mal auf dem Bild, das sind so Bestandteile, die wir in einer Heizungsanlage haben. Den Wärmeerzeuger, das ist die Therme, den Wärmetauscher, der Übertrager, die Rohrleitungen, die wir verlegen, die Heizkörper können aus Aluminium, können aus Stahl sein. Wir haben Armaturen wie Regelarmaturen in dem Bereich drin und wir haben auch manchmal, wenn wir Solar haben, Pufferspeicher. Das bedeutet, wir müssen heutzutage darauf achten, dass das gesamte Heizsystem zählt und das gesamte Heizsystem ist in dem Bereich für uns sehr, sehr wichtig. Wenn wir dann mal gucken, woraus diese Teile zu, Bestandteile, woraus die, sage ich jetzt mal, bestehen, dann kann es sein, wir haben Guss, Stahl, Aluminium, Edelstahl. Wir haben Edelstahl in dem Bereich drin, wir haben Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Kupfer, wir haben mittlerweile Heizkörper, die sind nicht mehr aus Stahl, Badnatur-Heizkörper mittlerweile auch aus Aluminium. Wir haben Guss, wir haben Rotguss, wir haben Edelstahl und Stahl. Alle diese Bereiche müssen wir abdecken. Und das spielt heutzutage, ist das an die Wasseraufbereitung, eine unheimlich hohe Anforderung. Und das müssen wir heutzutage bei der Wasseraufbereitung beachten. Das kennt der eine oder andere aus der Praxis. Also wir haben mit Korrosion zu tun, oben links. Wir haben unten mit Kalk zu tun, wenn ich jetzt mal das T-Stück da in dem Bereich betrachte. Und das ist eigentlich das, was wir nicht wollen. Wenn wir diese, Elemente sehen, die dann entstehen, dann ist es ja eigentlich schon zu spät, weil dann ist ja eigentlich schon was mit unserem Heizungswasser passiert. Und wir haben es eigentlich nicht richtig aufbereitet. Was ist das Problem, was wir draußen haben? Auf der einen Seite Normen. Diese Norm hat die Heizungssanitärbranche in dem Bereich einzuhalten. Wir haben einmal Herstellerangaben. Wir haben einmal VDI TÜV. Wir haben einmal VDI 2035-03-2021. Wir haben eine EN-Norm, die 14888. Und wir haben den ZVHSK. Alle diese Bereiche haben Vorgaben, die wir einhalten müssen. Das sehen wir hier zum Beispiel mal auch, damit ich da mal ganz kurz überschweife. Wenn wir eine Heizungsbefüllung haben, müssen wir die EN 1717 einhalten. Man sieht jetzt hier in dem Bereich drin, dass das hier, wenn ich mal weiter gucke, verboten ist. Wie oft haben wir heutzutage noch eine ganz einfache Befüllung von Armatur, sprich Auslaufhahn, zu Armatur, Auslaufhahn. Und wenn wir irgendwo mal hinkommen, und ich sehe das heute noch bei den Wohnungsgesellschaften, auch woanders, haben wir oft diese feste Verbindung. Und diese feste Verbindung, da fängt das eigentlich schon mal an, ist verboten. Grundsätzlich habe ich alles mit einem sogenannten Systemtrenner, der nach DIN EN 1717 eingebaut wird, mit freiem Auslauf einzubauen. Anders darf ich ein Heizungswasser nicht mehr befüllen. Und deswegen auch bitte, wenn die jungen neuen Mitarbeiter später nach draußen gehen, immer darauf hinweisen, das ist zu unterlassen. Das dürfen wir am Ende nicht dulden. Und darauf immer Augenmerk. Warum? Wir können dadurch natürlich, wenn wir das Heizungswasser befüllen und wir jetzt eine Problematik haben, dass irgendwas defekt geht, können wir einen Rückfließen ins öffentliche Netz bekommen. Haben wir dann noch ins Heizungswasser Inhibitoren aufgefüllt, würden die ins Trinkwasser reingehen und das ist natürlich verboten. Und deswegen bitte dran denken, dass man das auch dann einhält. Die VDI 2035 höre ich dann oft immer, ja, was ihr wohl habt, wer hat das denn entwickelt? VDI, Verein Deutscher Ingenieure, die haben sich schon was dabei gedacht. Und das ist heutzutage sehr, sehr wichtig. Es gab früher die VDI 2035, Blatt 1, Blatt 2, zusammengefasst jetzt neu, seit letztem Jahr 03 in VDI, letztendlich gesehen Bereich VDI 03-21, also neu. Erstmal, damit auch alle das wissen, veröffentlicht 1979. Seither permanent überarbeitet. Bisher gültige Fassung von 2005. Anwendungsbereich, und das ist sehr, sehr wichtig, diese Richtlinie gilt für Warmwasserheizungsanlagen nach DIN EN 12828 innerhalb eines Gebäudes, wenn die Vorlauftemperatur bestimmungsgemäß 100 Grad Celsius nicht überschreitet. Ganz wichtig. Also in diesen Bereichen begeben wir uns ja heute. Wir haben Brennwertgeräte, wir haben Wärmepumpen in dem Bereich. Also sind wir in diesen Bereichen. Diese Richtlinie hilft, und das ist ganz wichtig, Schäden durch Steinbildung und Korrosion in Warmwasserheizungsanlagen zu vermeiden. Und das ist die Aufgabe, die wir haben, wenn wir neue Systeme einbauen, wenn wir alte Systeme überholen in diesen Bereichen, dann haben wir diese Sache einzuhalten. Das ist eine Vorgabe von den Herstellern,
Aber auch, sage ich mal, wir müssen auch den Schutz unserer Kunden in dem Bereich in Betracht ziehen. Die wichtigsten Änderungen im Überblick, was hat sich verändert in der ganzen Zeit? Ich meine, natürlich ist eine lange Zeit von 1979 über 2005 bis jetzt zum letzten Jahr dazugekommen. Materialien haben sich verändert und die wichtigsten Änderungen einfach mal im Überblick, dass man einfach mal weiß, was ist auf mich zugekommen. Da sehen wir, Blatt 1 und Blatt 2 werden in einer Richtlinie zusammengefasst. Früher war das einzeln. Steinbildung, Korrosion, beides getrennt betrachtet. Machen wir heute nicht mehr. Heute Steinbildung und Korrosion gehören zusammen. War, ich muss es mal so sagen, bei Grünberg eigentlich schon immer so, weil wir das gesamte System bei Grünberg auch erkennen. Neuer Grenzwert für zulässige Resthärte. Grad deutsche Härte, der eine oder andere kennt das von der Enthärtungsanlage in dem Bereich, war früher 0,1 Grad deutsche Härte, ist jetzt tolerierbar 0,3 Grad deutsche Härte. Auch dieser Bereich ist dann in dem Bereich zu dokumentieren und festzuhalten. Dann der Grenzwert für Sauerstoff ist mittlerweile aus der Tabelle entfallen, aber im Text weiterhin vorhanden. Und die Sauerstoffkonzentration kann maximal 0,1 Milligramm pro Liter darstellen in dem Bereich und darauf ist auch dann zu achten, weil wir müssen den Sauerstoff als Korrosionsfaktor ganz, ganz doll im Auge behalten. Aber dazu kommen wir später nochmal. VDI bedeutet nichts anderes, Verein Deutscher Ingenieure, nur weil der eine oder andere mal, sage ich auch hier vor dem Bildschirm sitzt und das nicht weiß, das sind eigentlich Ingenieure, die zusammensitzen, die das auch entwickeln und das ist auch ganz, ganz wichtig in ihren Punkten festhalten. Regelungen im Detail, die wir haben. Zwei Betriebsweisen gibt es. Wenn wir das sehen, wir haben einmal salzhaltig. Salzhaltig bedeutet, wenn wir hier zum Beispiel mal, wo ich mit dem Finger drauf sitze, sehe, das ist ein sogenanntes Enthärterharz. Das ist salzhaltig. Was mache ich damit? Bei der Enthärtung, wenn ich das Anlagenvolumen fülle, habe ich einen sogenannten Ionenaustausch, wo Natriumionen angesiedelt werden. Natrium wird gegen Calcium, Magnesium getauscht, aber indirekt beeinflusse ich nicht den Leitwert. Und wir sehen bei salzhaltig größer 100 Mikrosiemens pro Zentimeter, kleiner 1500 Mikrosiemens pro Zentimeter. Es gibt Hersteller, die sagen, uns reicht die salzhaltige Fahrweise, wie zum Beispiel Kesselhersteller, die Edelstahl-Wärmetauscher haben. Da müsste man dann darauf achten in dem Bereich, da ist das zulässig. Wichtig ist nur, dass man weiß, dass man letztendlich gesehen mit enthärtetem Wasser keinen Leitwert in dem Bereich beeinflusst. Dann gibt es die salzarme Fahrweise. Viele Hersteller, die wir kennen, haben Aluminium-Silizium-Wärmetauscher. Aluminium, wissen wir, ist das unedelste Metall, was wir haben, aber eines der besten Wärmeleiter. Und das bedeutet, je geringer wir den Leitwert haben, je besser ist es für die Anlage. Warum? Weil Aluminium immer ähnlich wie eine Opferanode sich opfert. Der Leitwert soll bei Aluminium-Silizium-Wärmetauschern unter 100 Mikrosiemens pro Zentimeter sein. Das ist ganz, ganz wichtig, um diesen galvanischen Strom zu verhindern. Dass man da einfach mal unterscheidet, bei der Enthärtung haben wir ein sogenanntes Enthärterharz. Bei der Vollentsalzung haben wir ein Enthärterharz und auch ein Vollentsalz, also im Prinzip zwei verschiedene Harze. Fachlich richtig ist es bei der Enthärtung ein Kationenaustauscherharz, also positiv geladen. Bei dem VE-Wasser ist es letztendlich gesehen ein Kationenaustauscherharz und ein Anionenaustauscherharz. Also ich habe hier zwei Harze drin. Deswegen nehmen wir die sämtlichen Bestandteile bis zu einem gewissen Grad aus dem Wasser raus. Ganz wichtig. Also zwei unterschiedliche Sachen. Ich höre oft, dass der eine sagt, ja, ich mache ja Enthärtung. Dann mache ich aber keine Vollentsalzung. Wenn ich aber Vollentsalzung mache, mache ich auch gleichzeitig Enthärtung. Deswegen ist das wichtig. Deswegen bin ich bei VE-Wasser immer auf der richtigen Seite. pH-Wert-Grenzwerte, auch das ist ganz, ganz wichtig. Der pH-Wert ist wichtig. Der pH-Wert ist abhängig von den Materialien. Und bei den Materialien haben wir die Vorgabe, ohne Aluminium, also im ganzen System, also im System, nicht nur in der Therme, im gesamten System haben wir dann, wenn wir kein Aluminium drin haben, einen pH-Wert von 8,2 bis 10. Diesen pH-Wert haben wir einzuhalten. Aber bitte vorher überzeugen, nicht nur meine Therme betrachten, auch den Rest betrachten. Und ich habe das oft, dass wir mittlerweile sehr viele Badhandtuchheizkörper haben, die aus
Aluminium bestehen. Und wenn ich dann die nicht beachte und nicht in dem Bereich mitarbeite, dann habe ich das Problem, dass sich diese Aluminiumheizkörper, Bardato-Heizkörper auflösen. Und da auch bitte immer den Hersteller fragen, was hat der Hersteller für eine Vorgabe? Und das ist bei den Bardato-Heizkörper-Herstellern jedenfalls gegeben. Wenn wir dann mit Aluminium arbeiten, und das haben wir sehr viel, dann haben wir einen pH-Wert einzuhalten von 8,2 bis 9,0. Jetzt sagt der eine oder andere vom Bildschirm, oh Gott, wie soll ich diese Werte halten? Ihr kennt das früher vom pH-Wert. Der eine oder andere, hatten wir so eine Streifen, haben wir mal ins Wasser gehalten, dann haben wir mal reingeguckt ins Heizungswasser, aha, pH-Wert passt. Haben wir angenommen. Aber heute ist sowas nur noch digital zu messen, also mit digitalen Messgeräten, die es gibt, wo der pH-Wert und der Leitwert einmal im Prinzip gemessen wird. Auch diese Messgeräte, auch ganz, ganz wichtig, können nicht von Heizungsanlage zu Heizungsanlage geführt werden. Sie müssen auch von Zeit zu Zeit dann kalibriert werden. Aber wer dazu Fragen hat, gar kein Thema. Ganz, ganz wichtig, dass man darauf achtet. Also heutzutage ist sowas wirklich nur digital zu messen. Bei Aluminium ist eine Vollentsalzung empfohlen. Steht jetzt empfohlen. Ich sage immer wieder, wir können nicht zwei verschiedene Maßnahmen machen. Wir müssen uns für eins entscheiden. Und da sage ich immer in dem Bereich, wenn wir eine Vollentsalzung machen, machen wir ja gleichzeitig Enthärtung. Und deswegen ist die Vollentsalzung auch absolut auf dem Vormarsch und kann man auch nur jeden in dem Bereich dazu raten, das zu machen. Auch hier wieder Verein Deutscher Ingenieure, die VDI. Steinbildung hier mal bildlich dargestellt, damit einfach mal diejenigen auch mal sehen, was geht denn in so einem Kessel ab. Und wenn man das jetzt mal sieht, ich gehe da hier mal dichter ran, dann kann ich hier sehen, wie die Kesselwandung mit Kalk belagert wird. Und wenn ich das sehe, diese Kalkbelagerung, was passiert? Wir haben hier drüben unsere Temperatur. Wenn wir da unten mal gucken, 250 Grad, 150 Grad, 500 Grad. Unser Brenner arbeitet, ich sag mal so, ähnlich wie ein Auto. Immer 260 auf der Autobahn und immer gibt Gas. Aber irgendwann sagt er, ich will nicht mehr. Und das passiert hier genauso, wenn wir nämlich hier dann die Übergänge haben. Und dieser Kalk ist genau wie eine Kältebrücke. Ich werde die Wärme nicht wieder los und der Wärmetauscher fängt da oben oder da unten an zu reißen. Und das ist ein Riesenproblem. Und das passiert, wenn ich das Wasser nicht richtig aufbereite. Wenn wir dann mal weiter gucken, und das sehen wir hier in dem Bild, dann sehen wir, und das ist heutzutage ganz, ganz wichtig, bei 1 mm Kalkbelag haben wir 10% mehr Energieaufwand. Wenn man sich das mal betrachtet in dem Bereich, das man auch seit Jahren hat, kann man da mal eine ganz einfache Rechnung machen. Und das ist für mich immer ganz wichtig. Wenn wir heute mal beigehen, ein Jahresverbrauch sind 1200 Liter Heizöl. Diese 1200 Liter Heizöl, da haben wir bei 100 Liter einen Preis von 120 Euro als Beispiel. Schwankt natürlich auch immer je nachdem vom Einkauf. Wenn wir dann sehen, sind das 1440 Euro im Jahr, die wir brauchen, um letztendlich gesehen ein Einfamilienhaus damit zu beheizen. Und das bedeutet, bei 1 mm Kalk haben wir 144 Euro Verlust im Jahr. Bei 1 mm Kalk. Wenn wir 2 mm haben, was dann natürlich durchaus auch passieren kann, dann reden wir von 260 Euro Verlust nur alleine an dieser Stelle. Und das ist heutzutage sehr, sehr wichtig, weil wir sind heutzutage, haben wir hocheffiziente Geräte und wir haben auch hocheffiziente Anlagen und wir wollen natürlich auch das Maximum aus dieser Energieleistung rausholen. Weil das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil nur dann können wir alle auch unseren, sag ich mal, Dienst dazu beitragen, dass wir auch die angeforderten, sage ich jetzt mal, Energiebereiche abdecken. Das mal so am Rande, was da so passieren kann. Korrosionsbereiche, auch hier sehen wir das zum Beispiel auch mal, was passiert in dem Bereich. Auch hier sehen wir bildlich, Sie sehen auch hier in dem Bereich, wenn ich nicht aufbereite, habe ich unterschiedliche Materialien. Lassen Sie das mal ein Wärmetauscher sein aus Aluminium, Silizium. Denn sehen Sie ja, wenn wir in der Installation Messing, Kupfer, Sauerstoff im System haben, dann haben wir hohe galvanische Ströme. Durch hohe galvanische Ströme haben wir natürlich auch eine unheimlich hohe Korrosion. Und das gilt es einfach zu vermeiden, denn wir sehen ja in dem Bereich steigende elektrische Leitfähigkeit, steigende Korrosionsgeschwindigkeit und wir haben dann die Probleme.
Und mittlerweile ist es eben so, dass auch von den Kesselherstellern, Thermenherstellern Wasseranalysen gemacht werden. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich die Betriebsanleitung dieser Hersteller ansieht, dass man sieht, was möchten die für eine Aufbereitung haben, um später nicht Probleme zu kriegen. Weil jeder Heizungsbauer, jede Firma hat letztendlich gesehen, eine Gewährleistung zu geben und in diesen Bereichen das einzuhalten. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass wir das auch machen, um diese Schäden letztendlich gesehen nicht zu haben. Ich habe mal so ein Beispiel mitgebracht, wie viel Kalk haben wir eigentlich im Wasser? Wenn wir als Beispiel mal sehen, bei 20 Grad deutsche Härte, jeder, der das mal wissen möchte, geht einfach mal bei ins Netz und holt sich seine Wasseranalyse aus dem Netz. In der Wasseranalyse im Netz steht ganz einfach drinne, die und die Parameter sind drinne. Jeder Wasserversorger, und deswegen ist es auch wichtig, gibt seine Parameter über die Internetseite frei. Wenn ich heute eine Anlage einbaue, die in Hannover, die in Hamburg, die in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen-Anhalt, ist grundsätzlich immer anders, weil die Rohwasserhärte in dem Bereich immer eine andere ist. Je nachdem, wo der Brunnen, je nachdem, wo das Wasser herkommt. Es gibt Brunnen, die haben Tiefbrunnenwasserversorger, es gibt welche, die haben Oberflächenwasser, aber alle Bereiche haben immer eine bestimmten Bestandteile im System, im Wasser. Und da spielt die Härte eine große Rolle. Wenn wir dann mal sehen, wir haben bei 1 Liter in dem Bereich drin, bei 20 Grad deutsche Härte, dann haben wir bei 1000 Liter, also wenn wir die dritte Zeile da sehen, 350 Gramm Calciumcarbonat in 1 Kubikmeter Wasser. Jetzt sagt der eine oder andere, wo habe ich denn 1000 Liter im Einfamilienhaus? Vollkommen richtig. Aber die 350 Gramm, der eine oder andere kennt das. Ich habe hier mal so ein 0,25er Glas stehen. Wenn ich das Glas jetzt hier mal hochnehme und ihr stellt euch das jetzt mal vor, 0,3er Bierglas kennt fast jeder in dem Bereich, dann weiß ich, wenn ich das mal runterbreche auf 200 Liter Anlagenvolumen im System beim Einfamilienhaus, dann habe ich immer noch am Ende jede Menge Kalk im System. Und dieser Kalk reicht für unsere sogenannten Wärmetauscher, dass die sich zusetzen, weil das sind Hochleistungsaggregate und diese Hochleistungsaggregate haben unheimlich kleine Kapillaren und diese Kapillaren, das bedeutet Durchflüsse und die setzen sich zu. Und wenn da der Kalk sich ablagert, dann kann man Riesenprobleme damit bekommen. Ganz, ganz wichtig, dass man darauf achtet. Und wenn Sie auf die rechte Seite gucken, unsere Bildseite, gehe ich hier mal rein, kann hier jeder gucken, wie viel Grad deutsche Härte er bei sich in seiner Gegend hat. Und dann mal ganz einfach hochrechnen, was habe ich hier dann im Prinzip für eine Menge an gelösten Calciumcarbonat. Ganz wichtig, dass man das einfach mal beachtet. Ich habe hier mal 20 Grad reingenommen und dann haben wir 350. Aber es gibt ja auch Gegenden, die haben 30 Grad deutsche Härte. Es gibt wieder Gegenden, die haben 10 Grad deutsche Härte. Alles das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Für mich wichtig, nochmal erstmal mitzuteilen, wie kommt überhaupt der Kalk durch das Rohwasser ins System? Und genauso hole ich mir dadurch auch die Korrosion, wenn ich es nicht aufbereite. Hier sehen wir mal so Auswirkungen so einer Steinbildung. Wir sehen rechts mal einen Wärmetauscher in dem Bereich drin. Und wenn wir dann sehen, im Warmwasserheizungsanlagen, was haben wir? Wir haben Querschnittsverminderung. Das bedeutet, der Wärmeübertrager arbeitet nicht. Wir haben Strömungswiderstände, Erhöhung. Wir haben Wärmedurchgangsverminderung. Örtliche Überhitzung mit Siedegeräuschen und Rissbildung. Ich sage immer wieder, Siedegeräusche, wenn das Gerät anfängt, Siedegeräusche zu machen, will er nicht überholen, dann geht er kaputt. Es gibt ja oft, dass der ein oder andere sagt, Mensch, immer gib mehr Gas oder wir schalten noch mal die Pumpe höher. Das bringt aber in dem Bereich nichts. Gerade diese Siedegeräusche sagen uns eigentlich, jetzt ist es Zeit, was zu tun. Es ist höchste Zeit, weil der Wärmetauscher geht kaputt in dem Bereich. Die Ausbildung derartiger Schichten muss für eine störungsfreie und wirtschaftlicher Betrieb so gering wie möglich gehalten werden, damit wir, was ich heute vorhin schon mal gesagt habe, eine unheimliche Effizienz in die Anlage reinbringen und damit eine hohe Auslastung. Ein Praxisbeispiel, was heutzutage, sage ich jetzt mal, gang und gäbe ist, was gebaut ist. Ich muss immer das gesamte Anlagenvolumen sehen. Und um das gesamte Anlagenvolumen zu errechnen, habe ich hier mal ein schönes Beispiel fertig gemacht. Wir haben mal eine Anlage mit Solarunterstützung, was heutzutage eigentlich, ja, ich will das jetzt nicht übertreiben, aber in manchen Bereichen Standard ist. Wir haben eine Heizleistung von 15 kW. Wir haben Heizsysteminhalt, also Heizungssysteminhalt, ca. 500 Liter.
Wir haben da immer so eine gewisse Vorgabe. Ich sage immer so, wir können ja detailliert alles ausrechnen, wie viel Liter wir wirklich drin haben. Mein Richtwert ist immer so, bei Altanlagen rechnen Sie bitte 30 Liter pro kW, bei Neuanlagen 20 Liter pro kW, damit wir einen Richtwert haben. Es geht am Ende hier nicht um 10 Liter, um 5 Liter, es geht um das Gesamte. Das ist sehr wichtig. Der Pufferspeicherinhalt ist 1000 Liter, wir haben Rohwasser, 20 Grad deutsche Härte. Wie wird so ein spezifisches Anlagenvolumen jetzt berechnet? Ganz einfach, wir rechnen die 500 Liter plus 1000 Liter, ergibt 1500 Liter und die wird durch die kleinste KW-Zahl geteilt. Hat man eine Kaskade, wäre das das Gleiche. Das bedeutet, wir haben eine Therme mit 35 kW, eine mit 15 kW, dann ist genau das Gleiche. Dann nehme ich die 15 kW und teile die durch das Anlagenvolumen. Und so sehen wir, weil wir hiernach auf eine Tabelle kommen, die sehr wichtig ist, dass wir in der Anlage jetzt 100 Liter pro KW haben. Und wir reden hier vom Einfamilienhaus. Weil viele Leute immer sagen, wie viele Liter haben wir da denn schon drinne? Und deswegen ist diese Tabelle oder auch dieses Anlagenpraxisbeispiel sehr, sehr wichtig. Und wenn wir jetzt mal reingucken hier in diesem Bereich, dann sehen wir Regelungen im Detail. Und wir sehen hier oben Summe Erdalkalien in Millimol pro Kubik, ist nur eine Recheneinheit in dem Bereich, aber wir rechnen in Gesamthärte pro Grad deutsche Härte. Und wenn wir dann hier sehen, haben wir die Gesamtheizleistung in KW. Und hier an der Seite sehen wir dann 50 KW in dem Bereich Anlagenvolumen, 50 Liter größer. Und hier gehen wir im Prinzip runter, 50 bis 200, 200 bis 600 und hier unten haben wir 600 KW. Und jetzt sehen wir hier auf der rechten Seite, wenn wir den Bereich sehen, wenn wir kleiner 20 Liter sind, haben wir keine Anforderungen bei Kombithermen. 3 Grad deutsche Härte, also 16,8 Grad sollten wir was machen in diesen Bereichen und hier sind die Werte zu sehen. Aber in diesen Bereichen, ich muss ganz ehrlich sagen, kommen wir von 10 in einem Fall vielleicht. Ansonsten sind wir in diesen Bereichen, also 20 bis 40 Liter, aber in der Regel werden wir da sein. Wir werden überall im Schnitt über 40 Liter pro KW Inhalt haben, spezifisches Anlagenvolumen und diese Daten interessieren dann. Und dann sehen wir, wenn wir hier gucken, haben wir 0,3 Grad deutsche Härte zu bringen und das ist das, was wir in dem Bereich aufbereiten müssen und das erreichen wir natürlich insgesamt mit VE-Wasser zusammen, wenn wir eine komplette Befüllung machen. Aber wichtig, dass man einfach erkennt, man ist fast immer bei 40 Liter pro KW Anlagenvolumen. Diese Fälle sind selten. Wenn wir dann mal gucken, müssen wir dann in diese Regelung im Detail einfach mal reingehen. Ich mache das mal hier, dass man das mal so sieht. Ich hoffe, das ist bei Ihnen gut zu sehen, weil es relativ klein geschrieben ist. Dann sehen wir diese Angaben. Diese Angaben sind sehr wichtig für das Anlagenvolumen in dem Bereich drin. Und deswegen bitte darauf achten. Hier sehen wir den Bereich, den wir als meistes abdecken. Da werden wir fast immer hinkommen in diesem Bereich. Und dann haben wir unsere sogenannten Betriebsweisen. Hier bei den Betriebsweisen, auch da nochmal ganz einfach und wissentlich, ob wir salzarm fahren, was wir ja dürfen, haben wir kleiner 10, größer 100. Dann haben wir salzhaltig, das ist da, wo ich drüber gesprochen habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in dem Bereich eine Enthärtungsanlage einsetze, auch das ist ja je nach Kesselhersteller in dem Bereich, haben wir größer 100 bis kleiner 1500 Mikrosiemens einzuhalten. Ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, auch da immer wieder gucken, was hat mein Kessel, mein Thermhersteller für Vorgaben für mich. Aber da ich vorhin schon mal gesagt habe, ist diese Fahrweise, die wir hier oben sehen, eigentlich die richtige. Wir haben da die salzarme Fahrweise und sind zwischen größer 10 bis kleiner 100 Mikrosiemens im System. Warum? Das kommt jetzt gleich als nächstes. Heutzutage muss ein Heizungswasser so aussehen. Ich halte das einfach mal hier so rein. Also das bedeutet, ich trinke das, aber das Wasser muss heute sauber sein. Ich muss heute die Tacosette richtig erkennen, ich muss heute die einstellen können. Und deswegen ist in dieser Beschreibung auch ganz wichtig, dass das Wasser in dem Bereich, und ich lese das mal vor, klar, frei von sedimentierenden Stoffen ist. Wir haben ja oft im Wasser, das wissen wir ja, ein sogenanntes Magnetit. Viele sagen immer, ja, Magnetit. Was ist Magnetit? Ist eine Verbindung zwischen Eisen und Kalk.
Was macht unser Magnetit? Wir haben alle Hocheffizienzpumpen, also sogenannte Leistungspumpen. Die sind alle wassergekühlt. Was passiert? Magnetit setzt sich an den Pumpen ab, weil die Pumpen magnetisch sind. In dem Bereich Magnetit kommt dazu. Die Kühlung kann nicht mehr stattfinden. Was passiert? Die Pumpe geht kaputt. Einfache Ursache, hat mit Wasseraufbereitung zu tun. Und das wollen wir nicht. Und deswegen muss es eben im Prinzip frei von sedimentierten Stoffen sein. Wenn wir dann weiter gucken, sehen wir, wenn wir in unserem System den pH-Wert haben. Und dann gehen wir auf die linke Seite, Werkstoff in der Anlage, ohne Aluminiumlegierung oder mit Aluminiumlegierung. Sehen wir hier drüben den pH-Wert, 8,2 bis 10, 8,2 bis 9,0. Und das ist heutzutage sehr, sehr wichtig. Wichtig, und da komme ich immer wieder dazu, erkennen, haben wir Aluminiumbestandteile im System. Wenn wir dann hier unten gucken, sehen wir hier in dem Text, für Anlagen mit Aluminiumlegierung ist Vollenthärtung nicht empfohlen. Siehe auch Abschnitt 6.4.4, kann man wieder nochmal nachlesen. Also diese Bereiche sind sehr, sehr wichtig. Das sind die Vorgaben, die wir haben. Aber man muss ja zu den Vorgaben hinkommen. Man muss die Vorgaben erstmal erklären. Und deswegen immer ganz wichtig, das spezifische Anlagenvolumen und auch bitte die Wasseranalyse. Was habe ich überhaupt? Was kommt auf mich zu? Wenn wir jetzt mal das Prinzip einer Enthärtung sehen, nur dass man der eine oder andere das mal erkennt, der eine oder andere sagt ja, wenn ich jetzt hier rauf zeige, ja, Enthärterharz, ja, was passiert da? Also wir haben vom Werk her eine gefüllte Patrone. Diese Patrone hat ein Polystyrol, ein sogenanntes Kunstharz mit einer aktiven Gelschicht. An diesem Kunstharz oder an dieser aktiven Gelschicht ist Natrium angesiedelt. Jetzt kommt über das Rohwasser oder das Befüllwasser Calcium-Magnesium hinein. Das Calcium-Magnesium hat ein Übergewicht, weil wir im Rohwasser mehr Calcium-Ionen haben, letztendlich gesehen, in dem Bereich drin wie Natrium-Ionen. Die werden abgespült. Die Natrium-Ionen machen das weiche Wasser in dem Bereich drin und werden dann, wenn man die Anlage regenerieren kann, im Prinzip regeneriert. Ansonsten ist die Patrone erschöpft. Also wir tauschen Ionen gegen Ionen aus. Calcium-Magnesium im Prinzip gegen Natrium-Ionen. Ein Kationen-Austauscher-Harz ist da drin. Das ist im Prinzip das, was die Enthärtung macht. Wenn wir dann das Prinzip einer Vollentsalzung sehen, sehen wir ja hier oben A, einmal unser sogenanntes Kationenaustauscherharz auf der rechten Seite und auf der linken Seite unser Ionenaustauscherharz. Diese Harze, was passiert? Durch den Austausch der Harze wird im Prinzip Calcium-Natriumchlorid aufgenommen und wir haben am Ende H2O, weil wir im Prinzip im Wasser nichts haben. Ja? Ja, Jerry stellt die Frage, hat das was mit hydraulischem Abgleich zu tun? Nein. Der hydraulische Abgleich ist an der Heiztherme zu machen, das bedeutet an den Regelventilen. Die Wasseraufbereitung, sprich jetzt Vollentsalzung und Enthärtung, hat mit dem hydraulischen Abgleich nichts zu tun, weil der hydraulische Abgleich wird immer an den Thermostatventilen gemacht im gesamten System. Ist aber auch sehr, sehr wichtig, um auch eine hohe Effektivität aus den Anlagen rauszuholen. Entschuldigung, alles klar. Grundsätze der VDI 2035, Minimierung der Wahrscheinlichkeit von Korrosion. Wodurch kriege ich Korrosion? Und deswegen muss ich das im Vorfeld, wenn ich eine Anlage, ob im kleinen Einfamilienbereich, ob im großen öffentlichen Bereich, muss ich eine Minimierung der Wahrscheinlichkeit von Korrosion vermindern. Und das passiert folgendermaßen durch eine fachgerechte Planung. Da ist das Planungsingenieur, der Planer gefordert, durch eine fachgerechte Inbetriebnahme. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Korrosionstechnisch geschlossene Anlagen. Was bedeutet das? Was bedeutet einfach eine fachgerechte, ausgelegte und betriebene Druckhaltung? Nicht zu große Ausdehnungsgefäße, deswegen berechnen wir die. Wir müssen absperrbare Schnellentlüfter haben. Diffusionsdichtes Rohr ist schwer zu bekommen in dem Bereich drin, gibt es kaum. Also bedeutet, haben wir auch Sauerstoff im System. Wenn wir unkontrolliert Rohwasser nachspeisen, dann haben wir natürlich Sauerstoff im System. Und Sauerstoff ist auch natürlich ein großer Korrosionsförderer. Deswegen auch immer bitte auf diese Parameter achten. Wenn ich keinen Planer habe, dann bin ich natürlich als Fachfirma verantwortlich, das genauso zu machen. Habe ich einen Planer, kann ich mit dem Planer drüber reden. Aber dieses Einhalten des Heizungswassers ist in dem Bereich sehr, sehr wichtig. Und ganz, ganz wichtig ist das, ich sage das immer so oft,
Wir haben hier unten den Punkt, alle relevanten Planungsdaten, auch wenn sich was verändert vor Ort, und Betriebsparameter sind immer in einem Anlagenbuch zu dokumentieren. Dieses Anlagenbuch, sehr, sehr wichtig. Das ist im Prinzip bei euch wie der Impfausweis. Weil auch Hersteller, die bei euch auftauchen und sagen, pass mal auf, du hast das Wasser nicht richtig aufgefüllt, so und so sieht das aus, wollen ein Anlagenbuch. Habe ich kein Anlagenbuch, ist das schon mal nicht so gut. Könnte ich Probleme mitkriegen. Also deswegen bitte alles, was man aufnimmt, was man in die Anlage reingibt, wie die Anlagendaten, bitte in einem Anlagenbuch dokumentieren. Ganz, ganz wichtig. Korrosionsursachen und Einflussfaktoren. Wir sehen hier ganz oben Sauerstoff, Unterdruckbildung im System. Ich sage immer wieder, warum machen wir eine Wartung? Warum haben wir eine Druckhaltung von 2,5 bar? Das hat seine Ursache. In einem ausdehnenden Gefäß ist eine Membran. Habe ich einen Unterdruck, kriege ich natürlich ins System, was? Sauerstoff. Sauerstoff, auch wenn das manche nicht so für wahr haben wollen, ist aggressiv und greift natürliche Metalle auch an. Kennt der eine oder andere, wenn er einfach mal beigeht und er nimmt jetzt mal ein Stückchen Stahl, legt das mal draußen hin, was passiert? Mit Sauerstoff in Verbindung wird es rostig. Und so müsst ihr euch das in der Anlage auch vorstellen. Dann Einfluss von Luft bei Füll- und Nachfüllvorgängen. Auch hier bitte nur über eine Heizungsbefüllung das machen. Diese Heizungsbefüllung sehr wichtig in dem Bereich drinne mit VE-Wasser und dann auch eine automatische, keine automatische Nachspeisung, eine automatische Befüllung in dem Bereich, also Nachspeisung. Nachfüllvorgänge, ganz wichtig, dass ich davor auch nach VD 2035 eine Befülleinrichtung drin habe. Wie ich zeige euch nachher nochmal welche, nur dass man das mal sieht. Eintrag von Sauerstoff über den direkten Kontakt des Wassers mit der Luft vermeiden. Diffusion über permeable Bauteile, zum Beispiel Dichtungen, Kunststoffrohre, Membranen, Schläuche. Diese sind ja bei einer Wartung zu überprüfen. Und bei einer Inbetriebnahme wäre ja an dieser Stelle etwas undicht am Gerät. Das würden wir ja feststellen. Sauerstoffgehalt des Füll- und Ergänzungswassers. Korrosionsursachen, Einflussfaktoren, was macht der pH-Wert? Enthärtetes Füllwasser neigt beim Erwärmen zur Selbstalkalisierung und erreicht pH-Werte bis 9,5. Für Aluminiumlegierungen nicht empfohlen. Vollentsalztes Wasser hat nahezu alle Salze entfernt, nahezu alle, nicht alle. Eine Selbstalkalisierung ist nicht möglich. Der pH-Wert nach Erwärmen liegt zwischen 7,5 und 8. Also würden wir ja beide erstmal davon ausgehen, vom pH-Wert ist ja nicht doll. Aber allerdings zeigt sich dieses chemische leere Wasser instabil. Und das bedeutet, wir sagen ja in der Regel nach der VD 2035, wir sollen nach 8 bis 12 Wochen den pH-Wert messen. Wenn wir das nicht machen wollen, sagen wir von unserer Seite von Grünbeck, gebt bitte einen Inhibitor dazu. Deswegen haben wir das sogenannte Zwei-Komponentensystem mit salzarmer Fahrweise und Heizungsschutz-Dosierflüssigkeit Thermalixev. In diesem Bereich füllen wir einen Inhibitor mit auf, Thermalixev, der automatisch den pH-Wert stabilisiert. Das bedeutet, ich brauche nicht nach 8 bis 12 Wochen messen. Man kriegt auf das System, nicht nur auf seine Therme, sondern auf das System ein Jahr eine Gewährleistung von der Firma Grünbeck und erfüllt in dem Bereich die VDI 2035. Hier sehen wir auch mal Korrosionsschäden, die so der eine oder andere, der ja mittlerweile draußen auch mal mit arbeiten geht. Wir haben, ich ja gerade gehört, wir haben einige Azubis, die mittlerweile ja in den Betrieben auch hier und da mal, sag ich mal, unterwegs sind. Und da sieht man das eine oder andere, wenn ich jetzt mal oben links sehe, das zweite Bild, den Heizkörper. Und da haben wir Funktionsstörungen und Versagen von Bauteilen. Ich habe gerade gesagt, Magnetit in dem Bereich für unsere Pumpen. Wenn wir das hier in dem Bereich mal sehen, dann sehen wir hier mal so eine Pumpe und dann ist sie auch mal schnell defekt. Und die Hocheffizienzpumpen haben da Riesenprobleme und kosten ja auch ein bisschen Geld. Innere und äußere Leckage, Wärmeübertrager, Querschnittsverminderungen, Verstopfung von Bauteile, Gasblasen, Gasblasenpolsterbildung im Vlies, Siedegeräusche und Beeinträchtigung des Wärmeübergangs, Bildung von Ablagerungen in dem Bereich. Eine weitere Frage kam, und zwar, ob die Präsentation im Nachgang auch zur Verfügung gestellt werden kann. Nochmal? Ob die Präsentation im Nachgang selbstverständlich zur Verfügung gestellt wird. Also das kann jeder von uns kriegen. Ich werde Ansprechpartner sein über Herrn Specht. Herr Specht wird mir das auf jeden Fall schicken. Und dann können wir natürlich so regional, wo wir sind, das natürlich auch auf jeden Fall als Ansprechpartner machen, dass Sie da Leute vor Ort haben in dem Bereich drin. Und selbstverständlich wird das gemacht.
Ganz, ganz wichtig, weil nur das hier erzählen ist nicht so gut. Man muss immer im Prinzip das auch dokumentieren und man will das ja auch mal nachlesen. Alles kann man ja auch nicht gleich übernehmen und man muss ja wissen, wo. Und ich will jetzt noch mal nach der VDI 2035, man hat schon gesehen, es ist sehr umfangreich in dem Bereich, auch mal Lösungen in dem Bereich anbieten. Und hier sehen wir zum Beispiel die Lösung, ich weiß jetzt nicht, ob das sehr gut zu sehen ist in dem Bereich. Ich gehe mal hier drauf ein. Und wenn wir hier mal gucken, haben wir hier zum Beispiel Heizungswasseraufbereitung. Wir bringen Klarheit in den Prozess. Und angelehnt an die VDI 2035. Wenn ich das jetzt sehe, ich bin hier mal oben links beim Neubau. Dann gehe ich mal rüber. Was mache ich beim Neubau? Kleine Anlage in dem Bereich drin. Ich gehe hier runter, befülltes Wasser mit VE-Wasser. Und ich gehe hier unten Dosierung mit Thermalexef und habe im Prinzip meine Anlage clean. Wenn ich hier in den Bereich reingehe, große Heizungssysteme, auch da sage ich mal Befüllung mit größeren Anlagen, VE-Wasser, auch da sage ich mal Auffüllung mit Dosierung, auch da habe ich meine Anlage clean. Aber wenn ich jetzt ein System habe, wo ich eine Sanierung habe, und das haben wir immer mehr, momentan werden ja viele Heizungsanlagen modernisiert, ausgebaut, und dann muss ich ein System in dem Bereich ja auch wiederfinden, wo ich eine Sanierung machen kann. Und auf dieser Seite, das Prospekt, ich habe das mal hier liegen, kriegen Sie gerne alle zugeschickt, die das möchten. Ich halt das hier mal so hoch in dem Bereich, und da kann jeder gerne darauf zugreifen, wenn wir Herrn Specht welche zur Verfügung stellen. Da ist diese Tabelle nochmal drin, und da steht zum Beispiel als erstes Überprüfung der Wasserwerte. Was habe ich im alten System überhaupt? Und dann gehe ich zur Sanierung. Dann gucke ich mir an, wo bin ich in der Sanierung? Ja, auch hier in dem Bereich kann ich gucken, Korrosionserscheinungen, Verschlammungen bei Fußbodenheizungsrohr in der Anlage. Und dann gehe ich hier detailliert weiter mit verschiedenen Geräten, die ich gleich mal vorstelle, wie ich ins System reinkomme. Und so kann ich mir meine Anlage aussuchen und gucken, welche Komponenten sind für mich in dem Bereich ausschlaggebend und wichtig. Ne, also alles detailliert von der Sanierung bis zum Neubau. Aber ich komme nachher nochmal dazu, wie man das individuell gestalten kann, mit was für Geräten, damit Sie auch mal ein Bild davon haben, nicht nur so ein Text, auch mal die Bilder, was hier passieren kann. Und da sehen Sie mal so ein Portfolio, so sieht sowas zum Beispiel mal im Heizungsraum aus. Wenn wir jetzt in unserem Heizungsraum mal gucken, haben wir oben links eine sogenannte Regelstation, wo gespült wird und wo die Anlage mit sauber gemacht wird. Dann haben wir rechts eine sogenannte MB9, die in der Regel bei der Befüllung mit einem Doppelharzbeutel gefüllt ist, bei der Sanierung dann mit einer sogenannten Inliner. Wenn wir jetzt mal gucken, ist das Wichtigste? Wir müssen jede Anlage mit einem sogenannten Systemtrenner absichern. Das ist die Vorgabe, damit wir kein Rückfließen ins öffentliche Netz haben. Dann, wenn wir das mit drin haben, dann können wir davor eine sogenannte Nachspeisung machen. Das ist eine sogenannte DESALIC HB2. Ich kann aber auch die Kombination wählen, DESALIC FB2, wo ich einen Systemtrenner und auch schon im Prinzip die Nachspeisung mit drin habe. Beides arbeitet mit einem sogenannten Elektrode, die uns anzeigt, gelb, grün, rot. Und wir haben dann in dem Bereich das zu erkennen. Und wenn es rot ist, wird das Harz gewechselt. Dann gibt es eine automatische Nachspeisung. Hier bin ich immer nicht so ein Freund von der automatischen Nachspeisung, weil ich möchte schon wissen, was ich nachspeise. Deswegen ist das heutzutage wichtig. Dann haben wir unsere Inhibitoren, also Genosev. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anlage reinigen will, dann nehme ich das sogenannte Thermalexef Clean. Das lasse ich 4 bis 6 Wochen drinne, kann dann die Anlage mit dem Regelmodul hier oben in dem Bereich ausspülen über die Anlage und kann später dann mit einem Thermalexef nachfüllen. Hier sehen wir das DESALIC Inliner Modul als Regelmodul, wo ich mit befüllen kann, wo ich mit reinigen kann, in dem Bereich auch diese Bereiche, sage ich mal, abzudecken. Und da haben wir unser Inliner-Modul. Unser Inliner-Modul hat, wenn wir das mal größer zeigen, in dem Bereich hier in der Mitte einen sogenannten Magnetitabscheider und links und rechts sogenannte Filterstrümpfe, die der eine von den sogenannten Kerzenfilter von der Firma Grünbeck auch kennt. Dann kommt unser DESALIC MB9. Da gibt es jetzt mittlerweile auch eine MB5-Anlage, wo wir das Inliner-Modul wenn wir die Anlage reinigen, das hier mit reinsetzen, dann kommt nur ein Beutel Harz obendrauf und hier setzen wir den Inliner rein und können dann die Anlage spülen. Das Gleiche geht auch mit einer Großanlage in dem Bereich, wenn ich jetzt Kompaktanlagen habe, ich kann ja auch 10 Kubikanlagen haben.
Dann sehen wir das Thermally Clean, das ist ein sogenannter Reiniger. Ich sage mal wieder, wenn wir jetzt eine wirklich doll verschmutzte Anlage haben, 4 bis 6 Wochen vorher einsetzen, durchspülen lassen, läuft ganz normal mit der Pumpe mit in dem Bereich und dann müssen wir es nach 4 bis 6 Wochen, in der Regel eher 6 Wochen ausspülen. Dann in den sogenannten speziellen Stabilisator, da ist ja auch oft die Frage, Mensch, wenn wir so einen Inhibitor auffüllen, das ist ja gefährlich, was kann da passieren? Nein, ganz wichtig, ist speziell für Anwendung mit VE-Wasser, pH-Wertstabilisierung, Eigenschaften 8,5, stellt sich automatisch ein, keine disbegierenden Eigenschaften, klares Heizungswasser ist ganz wichtig, geringe Leitwerterhöhung, deswegen gehen wir auf 50 Mikrosiemens runter, damit wir, sage ich mal, wenn wir das Thermalix Safe auffüllen, nicht am Ende über 100 kommen. Und ganz wichtig, und das ist heutzutage absolut wichtig, hat kaum einer in dem Bereich drin, wie es ist biologisch abbaubar, frei von Schwermetallen, was ganz wichtig ist. Und wir geben als Grünberg in dem Bereich auch persönlich raus ein Jahr Gewährleistung und wir brauchen nach 8 bis 12 Wochen nicht nachmessen. Dokumentation. Das Allerwichtigste, ich sage immer wieder, wer schreibt, der bleibt. Deswegen ein Anlagenbuch wichtig. Der eine oder andere von den Lehrlingen kann ja mal fragen in seinem Unternehmen oder wie handhaben wir das eigentlich? Haben wir ein Anlagenbuch? Der eine oder andere wird sich erschrecken. Aber die Frage ist berechtigt und ich würde das einfach mal machen. Anlagendaten, Inbetriebnahme, Wartung, Rechtssicherheit. Das ist ganz, ganz wichtig, das Buch. Eins bekommt der Kunde, eins gibt es letztendlich in dem Bereich in die Firma. Diese Anlagenbücher sind ganz einfach bei uns anzufordern in dem Bereich, muss aber auch mitgearbeitet werden. Also wir liefern keine für Interzero in dem Bereich, also nicht, dass sie in der Ecke liegen, also bitte mitarbeiten. Das ist das, was eingetragen wird bei behandelnden Heizungsfüll- und Ergänzungswasser. Adaptive muss Check von pH-Wert sowie Leitwert mindestens einmal jährlich erfolgen. Das ist in dem Bereich der Wartung. Bei Überschreitung der Richtwerte für LF sind Senkungsmaßnahmen vorzunehmen. Das bedeutet, ich muss Wasser nachspeisen. Den adaptiven Einsatz im Anlagenbuch dokumentieren. Was habe ich eingefüllt? Bei Nachspeisewasser kleiner 10% pro Jahr unverzügliche Ursache finden und nicht immer nur nachspeisen. Deswegen bin ich auch kein Freund von der automatischen Nachspeisung, weil ich weiß ja gar nicht mehr, was in meinem System vor sich geht. Korrosionswahrscheinlichkeitsmittelmessung überprüfen. Diese Bereiche mache ich bei der jährlichen Wartung. Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung. Bei Änderungen in der Betriebsweise, es kann ja sein, es kommen Heizkörper dazu, es kann sein, das Anlagenvolumen erweitert sich, bitte eintragen. Einhaltung auch hier vom pH-Wert, LF-Wert prüfen. Immer wer schreibt, der bleibt. Alle Maßnahmen mit Kontrollergebnissen und gegebenenfalls Instandsetzungsmaßnahmen sind im Anlagenbuch zu dokumentieren. Wenn ich mal ein Ausdehnungsgefäß gewechselt habe, wenn ein neuer Heizkörper reinkommt, dokumentieren. Wenn ich Wasser nachgespeist habe, bitte dokumentieren. Das Führen des Anlagebuches ist Bestandteil der Wartung und Instandhaltung. Ganz wichtig, kann der Kunde von euch auch verlangen. Wir kommen dann am Ende in dem Bereich, wenn soweit ja erstmal keine Fragen sind, zu einem gewissen Fazit. Dieses Fazit ist für mich eben sehr wichtig. Wir haben bei der Enthärtung einen sogenannten Kalkschutz. Was wir nicht haben bei der Enthärtung, das sehen wir hier, ist ein Korrosionsschutz. Bei der Vollentsalzung haben wir A, einen Kalkschutz und auch gleichzeitig einen Korrosionsschutz. Meine Lösung, salzarme Fahrweise, ist mir deswegen ganz, ganz wichtig. Wir haben Unterlagen dabei, wer das gerne möchte, ich halte hier mal rein. Die VDI 2035, kurz geführt, übergebe ich auch gerne an Herrn Specht. Wer die gerne haben möchte, kann sich an Herrn Specht wenden oder an meine Person. Gar kein Thema, schicken wir ihn zu. Da steht das kurz und knackig, einfach mal drin. Und ich finde es auch gut für Unterlagen in der Schule, in der Berufsschule, einfach unseren jungen Azubis das mitzugeben, dass die damit Kontakt kriegen, dass die merken, halt, stopp, hier passiert was. Wenn ich was mache und ich mache das richtig, dann ist das vollkommen in Ordnung und ich habe eine gewisse Verantwortung. Das Gleiche, auch Heizungswasser, was viele auch momentan in dem Bereich unterschätzen, die Heizungsnachspeisung und Befüllung. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sieht. So sieht man das genau. Diese Befüllung ist in der BEG förderfähig. Also steht hier eindeutig in der BEG-Förderung drinne. Heizungsnachspeisung in dem Bereich drinne. Enthärtungsanlagen sind förderfähig. Das bedeutet, der Handwerker
macht sein Angebot. Der Kunde selber kann bei der BAFA das einreichen. Und bitte dran denken, ganz wichtig, BEG-Förderung. Es gibt bei manchen Maßnahmen, man kann nicht alle anfordern, bis zu 40% Förderung. Das ist interessant. Und wir wissen alle, bei der Energiewende heutzutage brauchen wir das. Und deswegen ist das für uns Leute ganz, ganz wichtig. Und der eine oder andere freut sich über die eine oder andere Mark. Mein Fazit in dem Bereich, und das ist ganz, ganz wichtig, auch mal draußen rauszubringen, ist das, wir sind heutzutage wer, wenn wir draußen nicht sind, von der Berufsschule, von den Ausbildern zu unseren Azubis, wir haben Verantwortung für die Technik der Leute. Wir sind Entscheider, wir sind wer. Und das bitte ich auch darzustellen mit Kompetenz, mit Einsatz, dass man auch vor Ort sagt, hallo, wenn wir nicht da sind, dann friert ihr. Das ist wichtig. Das bedeutet keine Angst mehr vor Steinbildung und Korrosion. Jährliche Kontrolle dokumentieren. Der Kunde muss mit euch einen Wartungsvertrag abschließen. Wenn nicht, könnt ihr ihn darauf hinweisen, warum und weshalb. Jährliche kontrollieren und dokumentieren. Ich habe vorhin gesagt, wer schreibt, der bleibt. VE-Wasser befüllen. Die Kombination VE-Wasser mit Thermalexiv. Wunderbar. Ich sage immer, wenn einer eine Anlage in der Nähe hat, im gleichen Ort, kann er messen fahren. Kein Thema. Wäre er aber 30 Kilometer, 40 Kilometer weg und er hat, muss die Anlage messen, muss er ja hinterher auch was machen. Deswegen von vornherein VE-Wasser mit Thermalik safe und ich habe eine Rundumversorgung. Keine Nachkontrolle nach frühestens 10 Wochen notwendig. Warum? Weil ich ein Jahr Gewährleistung auf das System habe. Wir sind ja als Grünbeck Systemanbieter. Viele Lösungen, ein Partner, kommen Sie in dem Bereich gerne und jederzeit auf mich zu. Ich werde Ihre Fragen auf jeden Fall beantworten oder zu meinen Kollegen senden, die ich Ihnen schon mal mitgeteilt habe in dem Bereich. Und wie gesagt, keine Angst davor. Wir unterstützen Sie. Auch diese Unterlagen, was Sie möchten, kommen Sie auf uns zu, stelle ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Für mich auch mal noch mal ganz wichtig in dem Bereich, es gibt keine dummen Fragen, Sie können nicht alles wissen. Aber wir möchten Ihnen gerne helfen und Ihnen die beantworten. Ich weiß nicht, wie ich jetzt zeitlich liege. Super. Hat er gesagt, super. Super. Das freut mich dann. Eine Stunde ist immer nicht lang für mich. Ich kann das auch einen ganzen Tag. Aber, das weiß ich, Harald. Aber die Frage ist eben kurz, kompakt. Vielleicht kann man nicht auf alles eingehen in dem Bereich. Dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Aber kommen Sie auf uns zu. Wir kommen auch gerne zu Ihnen in die Berufsschule. Das weiß ich. Das hat man jetzt natürlich auch verfolgen können. Erstmal ganz herzlichen Dank, Harald. Gerne. Sehr informativ. Vor allen Dingen so verständlich, dass ich bin ja auch so ein Fachidiot, dass ich das verstanden habe. Und ich denke auch, viele von unseren Zuschauern das auch genauso verstanden haben. Wenn jetzt noch weitere Fragen kommen, sind Fragen reingekommen? Okay, dann werden wir die gerne beantworten. Ja, eine Frage kam tatsächlich noch rein und zwar, kann man die Anlage auch anders reinigen? Man kann sie in dem Bereich, also ohne jetzt ein sogenanntes Regelmodul. Nein, man muss ja die Anlage spülen. Das bedeutet, man muss einen mit einer Pumpe arbeiten. Wir gehen mit der Pumpe an den Rücklauf rein und gehen ungefähr 1,5 Meter auseinander in dem Bereich. Und dann wird im Prinzip aus dem Teilstrom das Wasser rausgezogen. Das kann man nur mit einer Pumpe in dem Bereich drin und wird ja nachher wieder eingeführt und gereinigt. Also man könnte natürlich auch nur einen Reiniger nehmen, aber ich muss ja eine Umwälzung haben. Und wenn ich die Umwälzung im System nicht habe oder nur eine geringe durch meine normale Heizungsanlage, dann reicht das nicht aus, weil ich muss ja die alten Bestandteile lösen. Ich hoffe, das ist so beantwortet. Wenn jetzt keine Fragen weiter reingekommen sind, Sie haben natürlich auch im Nachgang die Möglichkeit, Fragen an mich zu richten, die leite ich dann gerne weiter. Es kamen ja auch schon im Vorfeld Fragen rein, die Herr Fink Harald auch direkt beantwortet hat an die Fragesteller. Eine Frage, die mich jetzt noch beschäftigt, jetzt hast du ja Werbung für euer Informationsmaterial gemacht. Gibt es das auch in digitaler Form? Denn natürlich, so wie das die Teilnehmer vergangener Webinare auch schon kennen, bekommen sie natürlich alle die Präsentation im Nachgang zugeschickt, genauso wie den Link zu diesem Video, zu der Aufnahme, die wir bei uns auf dem YouTube-Kanal reinstellen werden, dass man auch später nochmal in künftigen Klassen dieses Webinar auch nochmal präsentieren kann. Und meine Frage ich schon, jetzt... Muss ich mich aber informieren. Kann ich jetzt so aus den Mengen nicht sagen. Muss ich sagen, aber ich frage da mal bei uns in der Marketingabteilung. Aber denke ich mal schon.
wäre ja ressourcenschonend. Ja, deswegen. Ja, genau. Darum geht's ja. Ja, aber ich genau. wollte einfach nur mal zeigen, dass man viele wissen es gar nicht und auch in den Unternehmen nicht. Gerade diese BEG-Förderung, die ja aufgerufen wurde von unserer Regierung, ist ja recht interessant und dadurch Definitiv. Kann man ja vieles schmerzfreier gestalten. Ja. Definitiv. Genau. Was ich auch noch mal kurz ansprechen möchte, die Firma Grünbeck ist ja auch Partner bei unserem Lernfelder-Workshop-Projekt. Ja. Wie rege ist da bei euch die Anteilnahme bzw. die Anmeldung? Also die Anmeldungen sind gut in dem Bereich drin. Wir haben ja hier oben im Hamburger Bereich jetzt die Tätigkeit mit aufgenommen. In dem Bereich Mecklenburg-Vorpommern sind wir seit Jahren damit bei, ob das an den Berufsschulen sind in Wismar, in dem Bereich drin, sag ich mal, in Greifswald, in der Handwerkskammer Schwerin, bei meinen Kollegen in Hannover. Bin ich stark, also denke ich hundertprozentig, wird das genauso sein. Kann ich jetzt aber keine Übersicht so geben in dem Bereich drin, aber wird es genauso sein. Und natürlich, sage ich mal, in Sachsen-Anhalt bei Frau Lichtenheld genauso. Also da sage ich einfach mal, kommen Sie auf uns zu, fordern Sie uns. Also wir sind gerne bereit, das mit Ihnen gemeinsam, ich sage mal auf Deutsch, zu wuppen. Oder gehen Sie den einfachen Weg, dass Sie über Herrn Günther, richtig, mein Kollege genau, Niedersachsen, ja. der das Ganze koordiniert. Den durfte ich jetzt auch kennenlernen, richtig. Ja, ist richtig. Dass Sie ihn einfach ansprechen und dann werden dort die Termine auch vereinbart und koordiniert. Wie ist das mit Projektwänden? Da seid ihr auch sehr fleißig in dem Bereich. Wenn jetzt eine Berufsschule sagt, Mensch, ich hätte Interesse an der Projektwand, an wen muss er sich dann wenden? Oder also immer an den jeweiligen Vertreter vor Ort, an den jeweiligen Niederlassungsleiter. Wir machen da Projektwände. Ich sag mal, wir haben jetzt in Rostock nochmal wieder umgesetzt. Wir haben das schon an der Handwerkskammer in Schwerin umgesetzt. Kann ich nur aus meinem Bereich sprechen. Wir haben eine Heizungswand gebaut. Wir haben letztendlich gesehen, Enthärtungsanlagen dargestellt. Ich weiß von Jana Lichtenheld, die hat eine riesengroße Wand jetzt auch gemacht. Projektiert. Also das ist alles möglich. Kommen Sie auf uns zu. Was möchten Sie in dem Bereich? Und zusammen können wir ausarbeiten, was ganz, ganz wichtig ist eben für die Jungs, dass die daran arbeiten können. Also Jungs sind für mich immer die Azubis. Ich bin ja schon ein bisschen älter, damit man das mal sagen kann. Also nehmt sie einfach mit und fordert uns. Also wir sind da auf jeden Fall bereit, da Ihnen entgegenzukommen und möchten Ihnen gerne unsere Unterstützung zusagen. Super. Da möchte ich noch mal ganz kurz, Harald, vielen, vielen lieben Dank für diesen sehr informativen Vortrag. Klasse, dass du dich da zur Verfügung gestellt hast. In eigener Sache, was die Stiftung betrifft, normalerweise habe ich zum Schluss, die Webinare verfolgen, kennen das schon, habe ich mir eine kleine PowerPoint vorbereitet. Das habe ich heute mal sein lassen, weil da haben wir uns auch wieder was Neues einfallen lassen. Wir werden künftig auch damit Sie auch meine Kollegen besser kennenlernen, die dann auch mit einbinden in die Webinarreihe, das heißt den Herrn Günther, der in Niedersachsen aktiv ist, die Frau Thiemann, die tolle Arbeit in Sachsen-Anhalt leistet, wird dann auch nochmal zu ihrem einzelnen Projekt zum Azubi-Radar was erzählen. Der Günther wird nochmal ganz konkret diese Lernfelder-Workshops und auch die Erfolge, die wir damit hoffentlich auch feiern können, einmal vorstellen und präsentieren. Demnächst werden Sie von uns einen Umfragereport erhalten, beziehungsweise von Ihrem zuständigen Stiftungsmitarbeiter auch erhalten. Das ist ein toller Umfragereport, der aus den Umfragen der Get Nord, die wir dort direkt an die Auszubildenden gestellt haben, entworfen haben, so möchte ich es mal bezeichnen, und auch zusammengebunden haben und auch vor allen Dingen für ihre Resümees in ihren einzelnen Regionen, die sie daraus schließen können, ist das wirklich sehr, sehr gutes Material. Demzufolge möchte ich auch noch mal ganz kurz ansprechen, dass wir jetzt eine neue Umfrage für Berufsschullehrer entworfen haben. Da werden wir demnächst auf Sie zugehen und werden Sie dort auch noch mal bitten, dass Sie an dieser Umfrage teilnehmen. Denn das alles sind für uns immer, das ist sozusagen die Basis weiterer Maßnahmen, die wir umsetzen wollen, die wir schon in Köpfen haben. Aber es muss natürlich immer Sinn und Verstand haben. Und das macht nur Sinn, wenn wir dementsprechend von Ihnen auch das Feedback bekommen. Damit wären wir am Ende dieses Webinars. Also nochmal ganz herzlichen Dank, Harald. Vielen Dank auch an die Zuschauer und Zuschauerinnen in den einzelnen Regionen. Wir haben, wie ich gesehen habe, wirklich eine tolle Beteiligung gehabt. Dafür ganz herzliches Dankeschön. Damit entlasse ich Sie auch ins Wochenende. Freue mich auf das nächste Webinar. Da kann ich schon mal einen kleinen Ausblick geben. Da werden wir hier einen Vertreter der Firma Vilo vor Ort haben zum Thema Pumpenauslegung etc. pp. Aber will ich gar nicht zu weit vorweggreifen. Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Das wünsche ich Ihnen auch und bleiben Sie alle gesund.